Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 19 hier mit dem VfL Bochum. Wir sind kurz vor Ende der Transferperiode, deshalb habe ich mich hingesetzt gehabt und über 50 Spieler rausgesucht, die relativ gut und günstig sein sollen. Aber das ist nur ein Spoiler auf morgen, denn vorher haben wir am 31. noch unser Spiel gegen den FC Paderborn. Preisgeld. Ja, wir sind ja leider rausgeflogen aus dem DFB-Pokal. 155.000 haben wir trotzdem bekommen. Das lasse ich erstmal offen, weil vielleicht kaufen wir uns ja jemanden morgen, der besser ist oder besser wird. Ne, SC Paderborn, nicht FC. So, haben wir das auch. Dann nochmal ganz kurz trainieren. Brun Larsen ist jetzt 70. Ganwula auch. Beide eine Stufe dazu bekommen. Gut gemacht. Na gut, das haben wir natürlich geschafft. Was, wo ich noch drauf achten muss, auf jeden Fall, ist das hier. Müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall zwei gute Jugendakademie-Spieler noch bekommen. Meine, die Scouts müssten gerade unterwegs sein. Da wird es eingerichtet. Hier wäre ein Bericht verfügbar. Ja, 82. Okay, können wir erstmal noch lassen. Das auch. Ich warte ja immer so 3 Monate, da wären die ja beide auch kurz davor. Müssen natürlich auch noch 10 Punkte dann machen. Aber ich glaube, auf den einen Monat kommt es dann auch nicht an. So, wir spielen auswärts. In Paderborn, ja, das passt ganz gut von den Trikotfarben her. Alle fit. Sieht gut aus. Oh, hier hat er noch die 69. Hier auch. Okay, dann ist das noch nicht übernommen worden. Aber ich würde sagen, wir lassen die Aufstellung mal so, wie sie ist. Und hoffen mal wieder auf den nächsten Dreier. Mit einem Sieg gestartet, danach 2 Unentschieden. Aber halt auch noch keine Niederlage, ist natürlich auch nicht schlecht. Die Liga oben ist ziemlich eng gerade und wir haben ja jetzt erst den 4. Spieltag. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Okay, das war zu einfach wieder mal. Na, jetzt mache ich mal ein bisschen entspannter, nicht direkt den ersten wieder nach vorne und verlieren. Dann verliere ich halt den zweiten. Ach, schade. Nicht wieder gekriegt. Ah, das hätte man vielleicht auch pfeifen können. Da so viel Ball im Spiel war. Oh Gott. Aber Glück gehabt bei der Flanke, dass sie so schlecht war. Ach, auch zu dem vorderen eigentlich. Da fehlt 10 cm, aber okay. Wir haben noch alle Zeit der Welt.
Wo sollte... Okay. Ja, ich glaube, solche Pässe kennt jeder aus FIFA. Aber das kriegen sie auch. Ich glaube, das werden die nie hinbekommen. Dass solche Pässe bestimmt nicht dahin sollten. Oh, nicht zum zweiten. Ah, der sollte schön auf den ersten Pfosten. Aber gut, jetzt haben wir einen Wurf. Vielleicht kommt da jetzt eine Flanke bei rum. Ja, Hinterseher sollte vorhin den Ball leider schon bekommen. Da war es natürlich jetzt ungefährlich. Der Position, aber wir sind weiter im Ballbesitz, jetzt nicht mehr. Ja, und so eine Kleinigkeit wird dann doch abgepfiffen. Okay, Ecke. Oh, ab, waren wir gar, war der Torwart gar nicht dran. Okay, dann Abstoß. Auf jeden Fall war der Pfosten dran. Soll anscheinend gerade irgendwie auch nicht sein. Aber gut, noch haben wir ja jetzt einen Tag Zeit, uns zu verstärken. Bin nur mal gespannt, wie viele Spieler oder was für Spieler wir noch kriegen mit unserem restlichen Millionen. Auch von Leipzig nach Bayern. Ne, umgekehrt, von Bayern nach Leipzig natürlich. Zwei Vereine, auf die wir in diesem Jahr auf jeden Fall nicht treffen werden. Sind beide nicht in unserer Liga. DFB-Pokal sind wir raus. Halbzeit 0-0. Ja, läuft gerade alles noch nicht so ganz. Ah, da wollte ich es einfach mal mit dem Distanzschuss versuchen, anstatt dieses ganze Klein-Klein und dann doch für den Ball verlieren. Das war knapp. Die stehen aber auch verdammt gut, die Paderborner. Also ein einfaches Durchkommen ist da nicht. Okay, da hat Sam was versucht, ohne dass ich es wollte. War gar nicht so schlecht, dadurch haben wir eine Ecke bekommen.
Na, schade, stand da ziemlich alleine, hat aber leider nichts gebracht. Da stand unser Mann auch zu weit weg vom Gegenspieler. Okay, das könnte jetzt noch ziemlich böse werden. Ne, Tommy. Ah. Haben sie ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen. Das war ganz gut. Weil sie nämlich in Überzahl waren. Zweites Mal Aluminiumglück. Jetzt renn doch nicht weg, anbieten. Ja, du eigentlich genauso. Kriegt er denn noch? Ja. Komm einfach mal direkt. Okay. Kriegen wir noch? Ja. Okay, war alles nicht ganz so gewollt. Aber war doch dafür ziemlich knapp. Ja, jetzt haben wir den zweiten Wechsel. Einen möchte ich jetzt aber noch machen, damit wir die drei auch voll bekommen. Okay, Kruse wäre doch schneller. Aber ich möchte halt irgendwie noch Schnelligkeit über die Flügel bekommen. Dann machen wir das Ganze jetzt so. Damit wir die Geschwindigkeit jetzt auch mal noch 12 Minuten gegebenenfalls ausnutzen können. Aber dafür müssen wir erstmal an den Ball kommen. Oh, kriegt er den? Jawohl. Ja. Geduldig bleiben. Und Aluminiumglück haben. Das hat sich auf jeden Fall nicht angebahnt. Ich glaube, unsere Chancen kann man bis jetzt an einer Hand abzählen. Ja gut, der Schuss passt natürlich auch. Und der Pass davor war, glaube ich, auch mehr als die halbe Miete. So, ich stelle mich jetzt mal auf defensiv. Ah, naja, so verteidigt man nicht. Also ich werde jetzt nicht was machen, wo dass ich hinten über einen Torwart spiele oder sowas. Das ist ja total langweilig. Okay, Bandowski hat kurz mit Larsen die Seiten getauscht. Ah, und Schlusspfiff. Keine Nachspielzeit. Unverdient, würde ich sagen. Können wir gleich mal in die Statistiken gucken. Aber das soll uns egal sein, wenn wir 3 Punkte haben. Die mitgereisten Fans freut es auch. Ich würde sagen, dann gucken wir uns das Tor des Spiels nochmal einmal kurz an. Da, sehr guter Laufweg. Knappe Kiste, dass er an den Ball kommt und dann zimmert er den aber auch unter die Latte. Man sieht, der Ball dreht sich auch noch schön weg vom Torwart. Ja, 4 Höhepunkte. Fehlt aber zumindest einmal noch Aluminium von Paderborn.
ja, neu reingekommen. 9,0 Bewertung, Spieler des Spiels, ist auch nicht schlecht. Tesche hat 8,8, natürlich wegen dem Tor. Wer hat denn die Vorlage gegeben? Ach, naja, okay. Ah, jetzt habe ich nicht auf die Statistik geachtet, aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir waren schlechter. So, wir haben jetzt erst 15 Minuten rum, deshalb würde ich nochmal 2 Minuten mir nehmen und euch zeigen, wie lang die Liste hier geworden ist. Ihr sitzt ja vielleicht auch am Balken hier. Dass da ziemlich viele Spieler sind, natürlich auch von Vereinen, die man kennt. Hier haben wir gerade Barcelona, Bayern. Dann allerdings auch Vereine, die man vielleicht jetzt nicht kennt. Den habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Brescia. Okay, doch. Das ist Montpellier. Die kennt man ja auch. Die sind ja auch mal... Ja, ist noch nicht mal... Doch, durch Paris jetzt. 6, 7 Jahre her, dass die Meister geworden sind. Aber sollen halt alles günstige Talente sein. Bis ich meine 87 sollen die gehen. Ja doch, ich glaube, bis auf den einen Verein kennt man alle. Auch schon mal gehört. Alkmaar natürlich auch. Nee. Heard of Midlothian. Wo ich noch nicht mal weiß, wie man das genau aussprechen soll. Ich denke mal, kommt aus Schottland. DC United ist auf jeden Fall Amerika. Ja, also die werden wir uns morgen alle... Ja du, die unteren hier, die kennen wir ja schon. Ab hier. Ab war noch in der Liste. Das war der einzige in der Liste, den ich schon hier hatte. Das gucken wir uns allerdings alles ganz in Ruhe morgen an. 5,5 Millionen haben wir noch. Vielleicht können wir mit dem Gehaltsbudget noch ein bisschen was machen. Ein offenes Angebot haben wir ja noch. Für 2,45 Millionen. Ja, müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Das machen wir allerdings alles morgen in Ruhe. Ich denke mal, morgen wird dann auch kein Spiel sein. Ich glaube, das wird alles lang genug dauern, sich das hier anzuschauen. Können ja mal eben gucken, was momentan unser Stand ist. Ein gekauft, 4 verkauft. Mal gucken, was da alles noch dazu kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet dann morgen wieder ein, wenn es darum geht, dass wir hier einige Spieler noch hoffentlich verpflichten werden. Vielleicht auch geliehen, müssen wir mal gucken. Aber das passiert alles morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.